Herzlich willkommen bei Dirty Talk. In dieser Folge bricht mein Gast fast die Show ab. Ich quäle ihn mit einer Story so spicy, dass er es fast nicht mehr aushält, period. Und um nicht noch mehr Tee ausplaudern zu müssen, gibt es Shots, 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 Shots. Brrr. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Dirty Talk, dem Podcast, der mehr Tiefe hat, als die Kulisse breit ist. Und das ist eine ganze Menge. Wir kommen direkt zu meinem heutigen Gast. Es kommt niemand Geringeres als der Godfather of German Life Rap, was nur wenige Menschen wissen. Wir teilen uns fast exakt denselben Lebenslauf. Rap-Karriere, Wer steht mir die Show, The Voice of Germany. Hier kommt der deutsche Eminem mit Brille und besserem Bartwuchs. Sido! Du liebst mich nicht. Hört man mich jetzt auch? Ja, man hört dich, wenn du hier so reinsprichst. Hallo, ich bin der deutsche Eminem, Leute. Mit besserem Bartwuchs. Mit besserem Bartwuchs und eine ordentliche Brille. Als du aber angefangen hast zu sagen, der Godfather of German Rap, war ich mir nicht so sicher. Ich habe gesagt, der Godfather of German Life Rap. Oh ja, doch, das bin ich. Weil eine ganz große Referenz auch in den Vorbereitungen zu meiner Tour waren deine Live-Shows. Wirklich? Ja. Ich habe mir extrem viele Sachen von dir angeguckt. Und ach, da hast du dieses Twerken hier von meinen Shows. Ja, genau. So. Ich habe mir wirklich alles Mögliche von dir reingezogen, weil auch als ich mit Rap angefangen habe, hat mir ganz Berlin in den Ohren gelegen mit, es gibt niemand krasseren in Deutschland als Live-Performer als Sido. Jetzt hör auf, jetzt weg rot unter meinem Bart. Also wirklich, hier gerade aus meinem Team und meinem Camp hat der gute Tavan mir wirklich alles Mögliche von deinen Sachen gezeigt und gesagt so, ey, du musst auf jeden Fall irgendwie an sein Lungenlevel daran kommen und das irgendwie auch mindestens so gut abreißen können. Naja, Lungenlevel habe ich lange trainiert. Ja. Solltest du mein Trainingsprogramm solltest du lieber nicht machen. Hast du da einen Tipp für mich? Na, ich nehme immer frische Luft aus der Tüte. Also Kinder, macht es nicht nach. No, mach lieber Sport, Cardio. Das habe ich nämlich auch gemacht, ganz viel Cardio und ganz viel Sport. Ich glaube auch, weil du gerade gesagt hast, du machst das auch schon lange, bist du denn jemand, der generell viel übt? Es muss aussehen wie ungeprobt und normal und so organisch, aber das funktioniert nur, wenn du richtig viel probst. Also hast du dich richtig viel vorbereitet, jetzt auch auf deine Tour, die du gerade vollendet hast? Also die Tracklist wird ja gemacht, das ist so das Erste, was du machen musst. Dann kriegt die Trackliste der Lichtmann, der macht dann sein Licht. Und so weiter. Also es dauert wirklich ein halbes Jahr bis zum Jahr, bis man es alles. Boah, so lange nimmst du dir. Ja, weil wir uns halt auch Zeit nehmen. Ja, genau. Aber ich finde auch, mit Zeit kommt dann erst auch was richtig Gutes zustande. Und guck mal, für mich, gerade als ich angefangen habe, Rap, bist du ja so das Nonplusultra. Du musst jetzt aufhören damit, Mann. Ich werde dich schämen, mich. Ich habe Alben von dir gehabt. Du machst jetzt alle deine weiter, Sachen, ne? Gehört. Ja, weil ich natürlich auch zu unserem nächsten Gespräch kommen möchte. Und ich möchte ja auch dem Gast, der hier sitzt, auch den Respekt zollen. Weil für mich ist das richtig krass, dass du hier bist. Ich habe halt richtig ein Problem mit Komplimente. Okay, was ist dein Sternzeichen? Kompliment? Nein, ich bin Schütze. Okay, aber nö, eigentlich bist du auch so feuermäßig unterwegs wie ich. Also du gehst auf jeden Fall nach vorne, aber du kannst glaubst auf jeden du, Fall... Glaubst du an sowas? Ich lese lieber diesen Liebe-Ist-Blog in dieser Zeitung immer. Liebe ist, wenn du heute mal wieder pünktlich warst. Ja, den kenne ich aber auch noch. Guck mal, so weit sind wir gar nicht auseinander. Siehste? Ja. Na, trotzdem bist du auf jeden Fall so ein Rap-Idol für alle möglichen Leute und auch für mich gewesen. Schirin. Und das Ding ist, ich habe dich einigen ja bis heute... Einigen wir uns auch jetzt was mit sowas, bitte. Nein, wir machen weiter, denn ich habe dich bis heute ja noch nie richtig getroffen. Wir haben uns einmal bei der im Studio gesehen und dann haben wir uns einmal 2019 gesehen in meiner Nicki Minaj-Loge beim Konzert, da bist du kurz reingekommen und dann sagt jemand, da ist Sido vor der Tür und ich so, was? Da ist Sido vor der Tür und ich habe das gar nicht realisiert, weil ich schon so knülle war. Mhm, aber ich wollte zu dir in den Raum. Du wolltest zu mir in den Raum? Echt, gehört, ja? Da geht die Party ab, habe ich gehört. Und, wie lange warst du ging da? Ging nicht so ab die Party. Nee, ging nicht so ab die Party, okay. Das ist nicht gut, wenn Sido nein, aber da war wirklich, sag, da war wirklich viel los bei dir. Das Who is Who war bei dir. Ah ja, guck mal. Ja. Und das Who is der war bei mir. Scheiße, ja, warum hast du mich denn nicht in deine Loge eingeladen? Naja. Ich hatte ja gar keinen Platz bei mir in der Loge. Ah! Also bist du deswegen zu mir gekommen? Ich bin zu dir gekommen. Ich wollte dich jetzt auch nicht aus deinem Umfeld reißen und ich wollte ein bisschen reisen. Okay. Jedenfalls haben uns diese beiden Male dort das erstmal kurz getroffen und das war es auch schon. Deswegen, ich sitze das erste Mal hier mit dir und lerne dich auch gerade bei diesem Talk richtig kennen. Freut mich sehr. Also bleibe ich bei Sido oder bei Sigi hat es gesagt. Na, Sido ist eine höfliche Form, ist ja sie schon drin.
Smooth. Okay, ich bleib bei Sigi, das finde ich gut. In deiner Sendung ist das ja so, in deinem Podcast. Meine Sendung, nein, ich will meine Sendung. In deiner Sendung, ja, na klar. Ist das so, dass ja die Gäste eine Frage mitbringen? Ich hatte auch eine. Da kommt, ist eine Frau bei der Beerdigung von ihrer eigenen Mutter. Hören genau zu. Bei der Beerdigung von ihrer eigenen Mutter. Und gegenüber vom Sarg sieht sie so einen Typen, den hat sie noch nie gesehen. Und die guckt den die ganze Zeit an und verliebt sich irgendwie in den. Aber traut sich nicht, mit dem zu sprechen. Die Beerdigung ist vorbei. Alle gehen nach Hause. 2 Tage später bringt sie ihre Schwester um. Warum? Du weißt es? Du weißt es? Nicht spoilern. Und das bedeutet? Na, die bringt ihn, weil sie weiß, der war auf der Beerdigung von meiner Mutter, ist er bestimmt auch auf der Beerdigung von meiner Schwester. So sehe ich den wieder. Oh, das ist halt, das ist eine Frage, die stellt ein Psychologe seinen, wie nennt man den, Klienten, um rauszufinden, ob der ein potenzieller Mörder ist. Ich habe die Frage vielen Leuten gestellt und nur 3 konnten die beantworten und die haben das immer so beantwortet. So als wenn, was ist das für eine blöde Frage, weil er sie ihn wiedersehen will. So, und eine davon war Kitty Cat. Potenzielle Mörder. Shoutout Kitty Cat. Aber iconic auch, dass du das hier droppst. Apropos Kitty Cat, wie ist dein Verhältnis mit ihr aktuell? Also habt ihr noch Kontakt? Sprecht ihr miteinander? Ja, hin und wieder schreiben wir mal. Und wir laufen uns auch über den Weg hin und wieder. Ich denke, auf den Weihnachtsshows wird sie auch zugegen sein. Okay, nice. Das ist halt wie so ein Familientreffen oft. Echt, ja? Ist es noch so für dich und für sie auch krass? Da sind auch Leute hinter der Bühne, die auch auf der Bühne stehen könnten und da arbeiten könnten, aber die sind nur zum Chillen. Weihnachten halt, ne? Weihnachten halt. Wie viele Shows hast du denn jetzt? 10. 10 Weihnachtsshows. Ich habe 10 dieses Jahr und schon 2 für nächstes Jahr verkauft. Na, kick mal. Ah! Gerade wenn du jetzt so viele Shows gespielt hast und schon hinter dir hast, du kennst dich ja, glaube ich, am besten aus mit so After-Tour-Depressionen. Ja, das Tourloch, das sogenannte. Das ist real, ja? Ja, ja. Und wie fühlst du das? Also, was ist so dein Trick, damit umzugehen? Damals einfach Embryostellung unter der Dusche rocken. Und mittlerweile versuche ich das langsam ausklingen zu lassen. Also ich gehe nicht direkt von 100 auf 0 runter. Und 100 bedeutet halt, ich stehe gerade vor 17.000 Leuten und die machen Hu, wenn ich sage, macht Hu. Und du kommst wieder in dein Zuhause, normal, die Erde, wieder zurück. Und ich lasse das nicht so schnell passieren. Ich gehe dann mal in ein Hotel, mache ein bisschen Wellness und dann gehe ich mal nach Hause, hol da was und so. Ich leite das langsam ein. Okay, also Stück für Stück und nichts plötzlich. Das ist trotzdem immer noch schwer. Es ist eklig, ja? Für dich auch. Es ist Katastrophe, wenn du das nicht so an dich ranlassen möchtest, diese 17.000 Leute, die da halt stehen und die nicht da einbilden möchtest, du bist sonst wer. Dann ist das halt, schwer, da wieder runterzukommen. Und hast du generell noch Aufregung von Natur? Die erste Show ist aufregend für mich, weil ich halt so viel geprobt habe und nicht weiß, ob es funktioniert. Es ist halt alles trocken geprobt, ohne Publikum. Und bei der ersten Show ist das erste Mal Publikum da und man kriegt das erste Mal halt ein Feedback auf das, was man sich da jetzt monatelang ausgedacht hat. Und deswegen bin ich aufgeregt, ob das alles funktioniert. Da kann es auch passieren, dass ich bei der zweiten Show nochmal einen Song rausschmeiße, einen reinmache, ein bisschen was ändere. Ich finde es so geil, dass du richtig hands-on bist, auch so nach all den Jahren, dass du wirklich in diese Details angehst. Ja, machst du doch auch. Ohne ist es halt nicht echt und die Leute merken es auch. Ich habe auch großes Interesse, mein Image oder das, was mein Gesicht halt selber zu formen und nicht formen zu lassen. Und weißt du, welche Parallele ich noch immer zu dir gezogen habe? Du hast Paul und Sido und für mich habe ich immer Babsi und Shirin. Und du hast irgendwann in einem Interview gesagt, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass Sido Paul überholt hat zu einem Zeitpunkt bei dir, dass er sozusagen größer war als komplett du. Übernommen. Komplett übernommen hat er. Und das, als ich das gesehen habe, ich glaube, das war mit Aria das Interview, ich fand das so krass und so krass, auch was du gesagt hast. Das hat mich derbe inspiriert. Und da habe ich eine richtige, generell so zu diesem Künstlersein und dieses sich selber finden, weil ich hatte auch das Gefühl, dass du jetzt auseinandernehmen kannst, dass es halt dich als Privatperson gibt und dann gibt es halt die Künstler. Genau. Okay, das ist sehr wichtig. Und ich habe das immer lange gestruggelt, überhaupt das zu definieren. Und dann habe ich verstanden, dass es mir auch so ging. Das ist nur ein Gedanke, eine Entscheidung und alles ändert sich auf einmal. Das ist crazy. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich besser zu verstehen. Wen magst du gerade lieber? Magst du Paul lieber oder Sido? Ich mag Sido auch. Wenn ich als Paul Sido sehen würde, oder ich gucke mir manchmal auch Shows an und ich sehe die als Paul und ich sehe da diesen Sido, ich finde den halt cool und irgendwie so unantastbar und der hat mit nie was ein Problem. Den finde ich halt cool, so ein Vorbild. Aber ich mag Paul gerade mehr, weil der gerade das Leben entdeckt. Also der hat halt mit 20 aufgehört zu existieren, wenn man das mal hart sagt. Und jetzt
lernt er das Leben kennen, so wie Dinge riechen und so. Das ist voll interessant jetzt auf einmal. Das heißt, du nimmst alles viel, viel langsamer wahr. Ich nehme es wahr als Paul. Ich habe es halt auch wahrgenommen als Sido, aber dem ist halt egal, wie eine Blume riecht. Oh, das hast du aber irgendwie schön gesagt. Ich freue mich für dich, dass du gerade diese Moments hast. Klang das irgendwie cheesy? So. Nein, das klingt cringe. Total, das klingt ich total herzlich. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil ich gesagt habe, das ist hier, so nicht, hier riecht's auch so gut, Leute. Und das bin ich. Das bin ich. Ich finde es total schön, wenn du so aus dem Herzen sprichst. Ich weiß, dass früher Rap auch immer so war, dass man der Härteste ist, der Krasseste. Und deswegen ist es auch schön, was du jetzt gerade sagst. Weil ich glaub, hast du auch gehört, dass ich gesagt habe, mit Komplimente kann ich gar nicht so gut. Nee, das habe ich noch nicht gehört. Das überhöre ich die ganze Zeit. Aber ich danke dir, ich danke dir. Ich höre das, ich nehme das an, aber ich möchte das nicht glauben. Das kommt irgendwie nicht richtig im Herzen an. Doch. Aber ich will nicht, weil ich nicht möchte, dass das vielleicht irgendwas mit mir macht. Mhm. Du bist ja wirklich der einzige Rapper, der es geschafft hat, sein Gesicht im Rap zu wahren und trotzdem kommerziell in Deutschland an so kommerziellen Formaten wie The Voice of Germany teilzunehmen. Wer steht mir die Show? Da warst du auch. Da war ich auch. Mhm. Aber du bist ja wirklich Rap. Und das ist, finde ich, krass, diese Spannung zu halten, ohne sich zu verlieren als Künstler und dafür zu stehen, für was du stehst und gleichzeitig bei einem Publikum anzukommen, was vielleicht nicht mit Rap so viel verbindet. Wie war das für dich, da reinzukommen? Hast du das Gefühl gehabt, dass die dich anders behandelt haben, weil du dieser Pöbel-Rapper warst und dieser Assi-Rapper? Oder vielen Dank für die Komplimente. Ich habe das alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Wenn die Frage zwischen den Zeilen ist, wie hast du das gemacht? Ja. Könnte ich dir nur sagen, ich habe einfach gemacht, was ich für richtig halte. Und das ist halt ganz wichtig, weil Leute wie wir werden nicht verstanden von anderen Leuten. Und die reden uns dann ein, dass wir verrückt sind. Unser Anderssein wird für verrückt erklärt. Das dürfen wir uns nicht einreden lassen. Wir müssen das halt, dieses Anderssein, ausleben und dann wird das halt gut und besonders. Oh, ich fühle mich gerade wie in so einer kleinen Mini-Therapiestunde. Könnt ihr alle bitte gehen? Ich möchte alleine mit dir ganz lange darüber sprechen und mein Herz wieder heilen. Oh, das solltest du nicht machen. Ich kann wirklich lange sprechen. Ja, und ich höre dir lange gerne zu. Weil ich habe das Gefühl, gerade in diesem Format, man muss sich immer wieder so beweisen und immer wieder mit denen diskutieren und kämpfen. Du musst es nur dir beweisen. Ich liebe es dann ja auch irgendwie. Ich liebe ja auch dieses Chaos ein bisschen. Muss ich ja dann auch sagen, ich liebe das Drama und ich liebe, dass ich jetzt eine Infusion brauche und dass ich da jetzt das, das ist, ich brauche das immer. Passiert alles nur in deinem Kopf. Ja. Ja. Und es ist danach ja auch gar nicht mehr so schlimm. Nein, und dass es schlimm ist, diese Position gibst du der Sache. Absolut, die Wertigkeit. Du hast es auch schon beantwortet für mein Verständnis. Du brauchst das halt auch. Ja, du auch? Oder bist du jetzt mittlerweile an so einem Punkt, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, irgendwie I'm done? Ich bin viel entspannter, weil ich halt nicht mehr für andere Leute entscheiden muss, in anderen Leute im Sinn. Also meine Schäfchen sozusagen, meine engsten Leute, die zähle ich immer zu mir und meine Entscheidung. Aber Leute, die halt außerhalb meines Kreises sind, für die muss ich keine Entscheidung mehr treffen, die denen mehr gut tut als mir. Das passiert uns leider ziemlich oft in unserer Karriere, dass wir weiter unten auf dieser Rechnung stehen und nicht ganz oben, wo wir hingehen. Boah, und auch das mit dem Rattenschwanz, den du damals angesprochen hattest, wie viele Leute man... Ich habe gesagt, der sieht aus wie ein Rattenschwanz, habe ich nicht gesagt. Nee, du hast gesagt, dass du sowieso viele Leute verantwortlich bist, so, und ja, das einfach so mitziehst. Und das fand ich aus, dass du auch immer daran gedacht hast. Das zeigt ja auch so viel Empathie, ehrlich gesagt, von jemand, der, weißt du, Sido mit der Maske ist. Ja, aber wie ich gesagt habe, diese Leute um mich rum, die sind auch ich. Also die gehören mit zu meinem Erfolg, die gehören mit, die sind halt auch ich. Ich zähle die zu. Und wenn ich sage ich, meine ich die auch. Ja, Shoutout Team. Sehr, sehr nice von dir. Danke fürs Kompliment. Das ist anstrengend. Ich dachte ja immer, wenn ich irgendwann mal Sido treffe, es wird so richtig cool, dann kann ich mal ein bisschen mit dir reden und mich so vorstellen. Ein paar Komplimente machen. Und dann war unsere erste Interaktion auf Social, als dieser Falterbach-Skandal damals mit Shindy war, hast du in deiner Story gepostet, Shirin David, warum ist der Song offline? Und ich war so,
Siggi. Was wollte ich ihm damit sagen? Ja, das weiß ich nicht. Das frage ich mich bis heute. Aber ich weiß, dass du mir geschrieben hast. Und dann habe ich gesagt, okay. Und du, ich habe es verstanden. Und das fand ich auch richtig cool. Ich war kurz so, ich habe mich so kurz erschrocken, weil ich dachte so, oh nein, nicht der Sido, wie peinlich. Der bekommt das jetzt auch noch alles hier mit, dieses ganze Drama und so. Und jetzt postet er das noch in seine Story. Oh mein Gott, Leute, das kann nicht sein. Und da habe ich dich gefragt, warum postest du das denn in deine Story? Und dann, ich weiß nicht, du bist so richtig cool damit umgegangen, hast es dann auch gelöscht. Ist es nicht besser, das erste Treffen gleich sowas zu haben und gleich die Fronten abzustecken gleich und gar nicht dieses ganze Geplänkel und mein Haus, mein Auto, mein Boot, dass man das alles mal weglässt und direkt so ein Gespräch als erstes hat? Oder dann ist es auch so gut ausgegangen? Nee, also dann so? Ist es gut ausgegangen, ja. Das stimmt. Und das fand ich cool. Und ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe nicht mehr, warum ich das überhaupt geschrieben habe, keine Ahnung. Ja, das wollte ich dich nämlich fragen. Weiß ich nicht, was für ein Song. Nein, ich weiß, auf Halterbach, da war irgendwas los mit den Autos, da haben wir Rückruf oder irgendwas ist da passiert, ich weiß das nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich mich eingemischt und ich möchte mich hier offiziell entschuldigen, wie man das so macht bei TikTok am nächsten Tag. Cat war ja für mich, habe ich schon etliche Male gesagt, so die Vorreiterin. Es war allerdings zu einem Zeitpunkt, als wirklich weiblicher Rap ja zero in Deutschland relevant gehört werden wollte, ja, anerkannt gar nicht. Oder noch was. Wie war diese ganze Zeit für dich? Also wie hast du das in der Wahrnehmung von dir gehabt? Was, damit zu arbeiten, damit nach außen zu gehen, hattest du das Gefühl, du machst dich angreifbar als jemand in deiner Position, dass jetzt mit einer Rapperin zu kommen? Fördere, und meinst du? Richtig. So ist mir scheißegal. So an sowas denke ich gar nicht. Ich möchte fördern und Leuten meinen Rücken als Sprungschanze bieten, weil ich das nicht hatte. Aus dem einzigen Grund. Ich habe noch nie Geld für ein Feature genommen. Wenn ich Bock habe, mit jemandem Musik zu machen, dann mache ich das. Punkt. Gerade mit Rappern. Also und gerade Rapper, die ich feiere, die gerade am Anfang sind, ich habe die alle angerufen und die fragt, kann ich was für dich tun? Und ich kann mich nur an Nate57 erinnern, der gesagt hat, nee, ich mach das alleine. Wirklich? Da gab es so eine Situation? Ja, ich habe ihn angerufen. Oder geschrieben, wir hatten Kontakt. Und habe ich gesagt, kann ich irgendwie, wollen wir Features, ne? Sollen wir was machen? Und er sagt, nee, Bruder, weißt du was, wir schaffen es alleine. Ratus Locus forever. Krass. Forever? Forever ever? Forever ever? Ey, nee, kein Hate, großer, kein Hate. Aber wie krass. Weil Nate war für uns natürlich in Hamburg eine dicke Nummer. Verflixt und zugenäht. Okay, krass. Also der T wurde schon gespielt und wir sind ja noch nicht mal bei der Kategorie NDAs. Hashtag Dad Jokes. Findest du eigentlich, du bist jemand, der Dad-Jokes regelmäßig macht? Also ja, klar. Aber auch mit Hingabe. Ich bin ja mittlerweile auch in einem knackigen Alter. Hier was knack, ist denn der knackige? Da knackt. So einer. Aber weißt du, man sieht sie nicht an. Du siehst gut aus wie eh und jetzt. Jetzt reicht es. Weißt du, das hier ist so eine Therapiestunde. Hier bekommt man nette Worte. Hier tauscht man sich aus. Eine kleine Umarmung aufs Herz. Man sich, weil man nicht weiß, wie man mit Komplimenten umgehen soll. Aber warum ist das für dich so ein Ding? Ja, könntest du mir mal bitte helfen, diese Dose zu öffnen? Bevor wir uns gleich um den richtig heißen Tee kümmern, machen wir uns jetzt noch mal ein bisschen kurz locker, weil dann fließt das später ein bisschen besser. Ich habe hier heute für dich ein ganz besonderes hartes Spiel vorbereitet. Gibt's keine harten Spiele. Die Regeln sind denkbar einfach. Wir haben jeder von uns 5 Vorschläge mit Fragen drin. Das ist ein Umschlag. Umschläge. Du hast Vorschläge gesagt. Ah ja. Ich wollte das Wort Umschlag vorschlagen. Wir haben jeder 5 Umschläge vor uns mit Fragen, die es in sich haben. Wenn du die Frage nicht beantworten möchtest, musst du allerdings ein Schlückchen von diesem leckeren Getränk hier zu dir nehmen. Für dich gibt es heute Wodka. Ich habe keine Angst vor dir. Für mich gibt es Jägermeister. Ich habe schon gehört, Jägermeister machst du nicht. Nicht mehr. Und Wodka machst du aber. Das geht runter. Ja. Jetzt wird's wild, denn Siggi und Babsi spielen Boos or Truth. Kommt jetzt Rudi? Ja. Fertig jetzt? Ich werde auf jeden Fall alles vorlesen jetzt. Ich fange jetzt mal direkt an. Hier ist mein Umschlagplatz. Ich lese vor und ich beantworte. Jetzt schon. Jetzt schon, mit Ansage. Ranke dieser Rapper nach Talent. Flair, Kollega, Farid Bang, Bushido, Bowser. Steht doch da schon. So. Ich mach direkt weiter oder willst du jetzt erstmal? Dann bin ich jetzt dran. Gut, dann trinke ich in der Zeit ein, ja? Cheers. Eieiei. Och, herrje. Meine Frage Lösch ist... Lösch das, wie ich gucke gerade. Meine Frage, wen auf der Couch bei Wetten, das mochtest du am wenigsten? Ich muss fast sagen, ich mochte die am wenigsten, die wirklich nichts gesagt haben zu diesen ganzen Sachen. Und das sind einige, könnt ihr euch anschauen. Ich bin dran, ja?
Mit welcher von deinen Ex-Freundinnen würdest du nochmal zusammenkommen, wenn du müsstest? Ah, the tea is hot. Also müssten, ja, ich muss mich jetzt entscheiden. Dann würde ich würde es nochmal mit meiner Ex vorprobieren. Oh, Shoutout. Aber nur, wenn ich müsste. Okay, und ich mach mal einfach weiter. Hattest du schon mal eine Romanze mit einem anderen Promi? Wenn ja, wer war das? Okay. Also war da einer, na bitte. Das ist schon mal beantwortet, ja, haben wir schon gehört jetzt gerade. Den Namen haben wir noch nicht erfahren. Aber ich sage mal, er heißt Peter Jürgen German. No, not German. Du hast ja mit den Amis auch immer zu tun. Ist ein American. Okay, ich rede nicht weiter. Ich kenne die nämlich alle ja nicht. Ich bin dran. Oh. Leute, das hat schon die Zwirbel. Ich sag so wie das. Nenne einen Künstler, eine Künstlerin, mit der du nie wieder zusammenarbeiten möchtest. Wie heißen die? Die heißen jetzt anders. Die hießen mal Eskimo Callboy, wo ich mit denen mal was gemacht habe. Was? Wer? Auf jeden Fall mache ich das nie wieder. Leute, ich hab's gemacht. Ihr könnt nicht sauer sein, dass ich das jetzt gesagt habe. Ich mach's nie wieder. Kann mir das jemand googeln, was das ist? Die heißen jetzt Eskimo Electric Eskimo oder sowas. Oder Electric Callboy. Was ist denn das? Electric Callboy sind das jetzt. Ja, der eine, der Drummer ist halt ein Bachelor oder sowas. Welcher deiner Songs ist deiner Meinung nach der schlechteste, den du je veröffentlicht hast? Der schlechteste Song, den ich je veröffentlicht habe, ist... Der erste. Orbit. Also wenn es da um Kaugummis ging... Der schlechteste Song, den ich hier veröffentlicht habe, ist wahrscheinlich entweder Orbit oder Ice. Und ich möchte kein Orbit oder Ice-Bashing machen, aber ich würde die heute einfach nicht mehr rausbringen. Ich bash die beide. It's fine, ich war jung, ich brauchte die Songs, ich habe mich ausprobiert, das gehört dazu. Und es ist fein. Ja, wirklich. Lass die mal in Ruhe jetzt, Leute. Nervensägen. Ich mach weiter. Sei ehrlich, welche Stadt hat die langweiligsten Fans? Oh, shit. Auf der letzten Tour... War das Bremen oder Leipzig? Bremen oder Leipzig? Ich war auch in Leipzig auf Tour. Ich muss sagen, die sind gut abgegangen. Aber Bremen kann ich mir vorstellen. Hm. Sorry, Bremen. Ey, Bremen, sorry, Mann. Sind wir gecancelt? Wahrscheinlich ja. Och, nö, Leute. Mach, komm, mach. Sortiere die Namen von Least Favorite zu Favorite. Melina, Dagi B, Bibi, Paola, Sammy Slimani oder Simon Desu. Cheers! Ich soll das für dich machen? Ich kenne die leider alle gar nicht. Ich bin dran. Oh, Leute. Gab es eine Zusammenarbeit, die du nur wegen des Geldes gemacht hast? Nee. Naja, nee, nicht nur wegen des Geldes. Ich habe gesagt, ich habe noch nie Geld genommen für ein Feature. Richtig. Eskimo Callboy haben und doch ordentlich bezahlt. Aber ich habe es. Also hast du gelogen. Ich bin kein Rapper. Und ich habe es nicht gemacht wegen dem Geld, sondern für einen sehr guten Freund, der halt irgendwie auch mit denen befreundet ist. Wer ist denn Eskimo Callboy? Wer sind die denn? Eskimo wahrscheinlich wegen cool, Callboy wegen, den kannst du anrufen. Du bist dran. Was war der größte Fehler in meiner Karriere? DSDS? War nee, nur Vorschlag. Nee, das war eine gute Schule. Es war zwar hart, aber es war eine gute Schule. Fehler sind eher so Sachen, wo ich dann halt einfach nicht so bei mir geblieben bin. Hm. Ich sag einfach immer die Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt perfekt sein und mich so ein bisschen verstellt habe und andere Sachen gesagt hätte, die so perfekt waren, die ich halt gar nicht bin. Weil du es besser wusstest? Nee, weil ich dachte, ich muss dann so sein. Dann war es kein Fehler. Beim nächsten Mal ist es ein Fehler. So, ich bin dran. Kann man bei dir zur Therapiestunde gehen? Bist du doch gerade. Ja, toll. Und im Sitzen, kick mal. Alle anderen liegen. Gab es eine öffentliche Kontroverse, was ist das dir noch ein Schuh, bei der du heimlich der Gegenpartei zugestimmt hast? Öffentliche Kontroverse, bei der du heimlich der Gegenpartei zugestimmt hast? Ich würde sagen, ganz oft, wenn Flair sauer war. Aber nicht immer, aber oft. Nenne eine berühmte Person, die du persönlich kennst und die ganz anders ist, als sie öffentlich erscheint. Stefan Raab. I said what I said. Ich auch. Ey, wollen wir mal anstoßen aber? Ja, wir wollen anstoßen. Wir sind einfach viel zu ehrlich. Da, warte, ich muss du hast schon zwei. Nee, warte, du hast auch. Das kann ich nicht verantworten. So, jetzt. Prost. Das ist mir nichts. Leute, drei Shots um 15 Uhr. Ein Chaser. Jason Derulo. Oh Gott, das scheppert schon. Das ist ganz warm. Boah. Aber das wärmste Jäckchen ist immer noch das Cognac-Jäckchen. Ich höre jetzt auf, Leute, wirklich. Hört auf, ihr könnt jetzt auch wegschalten, auch wenn es zu viel war.
Wir machen weiter, ein bisschen gut gelaunt und beschwipst zu der letzten Kategorie vom Dirty Talk, NDAs. Ähnlichkeiten zu real existierenden Personen und Gegebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Kann ich Gäste noch mal öfter hier haben? Ich könnte, wenn ich da drüben so einen Tisch habe, bin ich hier dein Elton. Ja, oder mein Jakob Lund. Nee, lieber Elton. Wegen Geld. Würdest du sagen, ein Alkoholproblem hat man, wenn man zu viel trinkt oder wenn nichts mehr da ist? Wenn man zu viel trinkt. Okay. Ich würde mich hier raushalten aus dieser Gossip-Nummer. Du hast schon sehr viel Gossip gespielt. Ich möchte euch auch jetzt nicht den Thumbnail hier liefern mit dieser Runde. Dann liefere ich den gerne, das ist kein Problem. Ich bin gut da drin. Also, ich habe eine kleine Story. Und zwar habe ich ja schon in dem letzten Podcast erzählt, dass Rapper ja viele Hater sind, okay? Also auch intern. Es gibt zwar immer NDA-Stories außerhalb. Das sind alles Waschweiber. Also aus der Ecke. So, ich muss ja sagen, wir haben ja einen guten Kollegen, der heißt und der gute Ja. Nee, ja doch, ist mir scheißegal. Mach bitte nicht. Ja, da kannst du ja nichts für, bist ja nicht du. Der Name hat man nicht gehört. Nee, der Name wird gepiept. Der Name ist gepiept, das sage ich jetzt hier nur hier vor uns intern. Bei TikTok gehen die jetzt immer raus, wenn das passiert, wenn die nicht dabei sein wollen, wenn jetzt eine Fitna gemacht wird über einen. Richtig. Und der gute den habe ich irgendwann mal im Apple Store in Berlin getroffen. Da war er, glaube ich, noch mit seiner... Der geht nicht. Auf jeden Fall war er damals mit seiner Freundin unterwegs und hat sich vorgestellt und Hallo gesagt. Und er war super nett und super freundlich. Und er macht ja immer so auf... So, wir sind zusammen und wir sind eine Familie. So. Und er war auch super nett. Und irgendwann gab es ja bei mir diese Ghostwriter-Debatte, weil ich ja mit dem guten Lars, Shoutout an Lars, ganz, ganz viele Sachen geschrieben habe. Und es wurde so ein bisschen auseinandergenommen. Bei dem guten Bushido wurde es nie angesprochen. Bei mir war es ein riesengroßes Thema. So Ghostwriting und so, finde ich auch mal spannend, was du eigentlich davon hältst. So als eingefleischt selbst. Ob ich selber was geschrieben bekomme? Nein. Das wissen wir, dass du deine Sachen selber schreibst. Aber ich schreibe auch für andere. Du schreibst auch für andere? Aha, guck mal. Kann passieren. Ja, guck mal, da müssen wir doch mal zusammen in eine Session gehen. Ne, mit der Geschichte? Nee, du musst hier jetzt sitzen und das aussitzen, weil ich erzähle meine Geschichte hier zu Ende von einem guten Freund. Großer, der zwingt mich, ich schwöre dir. Und dann hat er irgendwie, ich weiß nicht warum, wie eine Bitch einfach sein Handy in die Hand genommen und gesagt, ja, was machen eigentlich die ganzen... Das war er nicht, wenn er so geredet hat, das war er nicht. Was machen eigentlich die ganzen Rapper, die man ihre Ghostwriter wegnimmt? Sind die dann auch noch so krass? So eine richtig cringe Story und ich so, hä? Ist das der Rapper, der Löwe? Ah, er hat gesagt, wo sind die Plastik-Rapper, wenn man denen ihre Ghost hat? Und ich war so, oh wow, you really bitching around. Und dann, das ist das Krasse, dann denke ich mir so, okay, da haben wir die Story da und was auch immer. Nein, weißt du was? No. Ich call out die Leute. Yes, I call them out. Weil at this point, it's ridiculous. It's over. Period. Kannst du period sagen? Period. I have the period not. Ganz kurz. Ich wollte dir mal eine Sache sagen. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ja, okay, und dann denke ich mir, okay, krass, die Story ist da, was good. Ich bin im 893, das ist ja so der Deutschrap-Laden schlechthin. Dann ist ein asiatischer Asian-Fusion-Laden. Und der ist so toll, ich liebe das 893, ja. Schmeckt so ich gut, auch. Schau ist dort beste, 893. Ist das beste Restaurant in Berlin. Oh. Meiner Meinung nach. Okay. Hinten der runde Tisch in der Ecke. Oh, der beste liebe Tisch ich. In der Stadt. Ja, safe. Punkt. Lieben wir. Period. Auf jeden Fall sitze ich da und da kommt dieser Rapper, der mich Plastikrapperin genannt hat. Und dann kommt er da so rein und sagt, hey. Ah, das war er vielleicht doch. Und dann will der mir die Hand geben. Und ich sag zu ihm, nimm deine Hand weg und geh weiter. Weil wenn du ins Internet scheißen kannst, dass ich eine Plastikrapperin bin und die ohne ihre Ghostwriter nichts wäre, dann brauchst du auch nicht von mir auf Hate tun. Und das verstehe ich bei euch Rappern nicht. Warum seid ihr im Internet alle so hart und im echten Leben seid ihr auf einmal so, hey, wir sind Friends und wir sind so cool? Keep the same energy. Keep it. Weil du, wenn du die Energy hast, ins Internet dein Handy zu öffnen, Handy. Die Story aufzunehmen Open the handy, man. Und diese Scheiße aufzunehmen, dann habt dieselbe Energy im 893. Period. Period. So, darf ich jetzt kurz was dazu sagen? Und das war meine NDA-Story. Ja. Yeah. Ich will dir was mal sagen. Ich würde dir auch gerne mal ein Kompliment machen, du machst das sehr gut. Und ob du jetzt Texte schreibst oder nicht, ist scheißegal, weil du bist eine richtige Künstlerin. Und du wirst auch nur rappen, was du halt, die Songauswahl ist gut. Man glaubt dir alles, was du sagst. Und egal, wer das geschrieben hat, dass man dir das glaubt, ist halt das Wichtige. Dann triffst du halt die richtige Wahl. Weil du weißt, das, was da gesagt wird, das kann ich sagen und fühlen.
Und das hört man halt auch auf den Songs. Und das mag, also da ist jetzt egal, ob du es geschrieben hast oder nicht, hast du halt ein bisschen Zeit gespart. Leute, lasst die in Ruhe. Und ich nehme dieses Kompliment an, weil ich kann gut Komplimente annehmen. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Das bedeutet mir viel. Und das war NDAs. Ich glaube nicht, dass du das warst. Bis du warst heute es, Babe. Du warst es. Muah. Du machst ja Tee und sowas. Ich wollte Quatsch sagen, aber das habe ich mir jetzt gespart. Du machst Tee und sowas. Ja, Tee. Hast du nicht mal dran gedacht, so eine Praline zu machen, die Moncherin heißt? Ah, Leute, willst du jetzt Geld das dafür? War heute mit der Sendung hier gewesen. Ich war ja eine Jast gewesen. Ich bin jetzt besoffen. Stoße an. Sag, Cheers. Ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Du bist Danke. Eine tolle. Du und ich bin jetzt, toll, ich hau jetzt ab. Leute, ich muss jetzt wirklich los. Hör auf, jetzt sag jetzt nichts mehr. Er muss jetzt wirklich los und lass dem Video einen Daumen nach oben da. Folgt Sido überall. Lasst ihm ein bisschen Liebe da. Glocke aktivieren, vergesst das nicht. Mehr als die Hälfte von den Leuten, die diese Videos hier gucken, die haben den Channel nicht abonniert. Und das finde ich frech, Leute. Macht das jetzt bitte. Ich gehe jetzt. Ein Stoß noch an. Große. Cheers. Oh Gott, das ist ein Ekelhaft. Leute, das ist mein vierter Shot. Ich kotze gleich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du gewartet hast. Danke dir von Herzen. In dieser Folge bricht mein Gast fast die Show ab. Shirin Mike, was mache ich? Sido! Hat hier Shindy gesessen? Hier hat Shindy gesessen. Schwör. Riechst du ihn noch? Nicht schnell, irgendwie ein Club, ja. Riecht der denn gut? Ich glaube, der riecht halt wie ein ganzer Douglas. Das finde ich gut. Pause? Ja, bitte, Pause. Dann sag wohl dein Kaugummi. Ja, nicht mehr. Do I need a powder touch-up or I'm good? Because I'm fucking drunk. No. NDAs, hier gibt es ein nie veräffelt. Mann, Leute, diese Shots waren nicht gut. Leute, hört jetzt auf. Wirklich. Hier gibt es nie. Boos or loose oder Fuß. Truth. Oder schönen Gruß. Werden wir sehen. NDAs. Keine Stories, keine Fotos, keine Tapes.